Ich habe gegen den Dingensturm gekämpft. Gegen Stocktypen und während des Deutschlands bin ich runtergefallen. So ein Spaß. Der Typ hat mich einfach richtig zersägt. Das ist nur 24. Was ist nur 24? Das waren nur 24 Fiolen wert. Wir sind jetzt Sleeper. Haben wir nur irgendwas, was mir mehr Dingens gibt? Ich habe nach Ludwig ziemlich viel gekauft, anstatt zu leveln. Was passiert, wenn ich den am Stuhl töte? Sag, das habe ich eh schon gemacht. Ah, da krieg ich. Ah, da krieg ich schon direkt den Balkonschlüssel. Moment, ich gehe auf den Balkon. Ich gehe jetzt direkt aufs Balkon erstmal. Was ist denn auf dem Balkon? Man kommt dahin, wo man gegen den Skaran gekämpft hat. Und da war es, Ach, glaube so ich. ein Bullshit! Und man konnte dann. Sonst konnte irgendwas einen guten Blut-Edschein bekommen, glaube ich. Ist auch lustig, sozusagen, der Kampfraum von Amelia kommt ja so gesehen im Albtraum zweimal vor. Einmal da ganz da, wo man gegen Lawrence kämpft, und einmal da, wo die beiden Jäger sind nach Ludwig. So. Ja, ich habe ja das Fenster zerkloppt, bin rechts lang gelaufen und wieder runtergefallen. Ich muss auch noch mal links lang laufen. Rechts lang, da musst du jumpen, da kommst du zu der Truhe. Links lang ist nicht. Oh. Oder da sind, glaube ich, Blutsteinbrocken. Muss er springen. Kommst du zu einer Truhe? Okay, das sind insgesamt so Viecher, die sind mega schnell down, aber wenn sie dich nicht mögen, wirst du halt zu Hackfleisch. Schön gesagt. War links lang irgendwas rüber? Ne, links lang habe ich noch nicht probiert. Ach! Den Sprung verkackt! Mann! Ich bin jetzt langsam echt genervt von diesen Scheißviechern. Oder ich packe Ludwig aus, keinen Bock mehr. Welchen Viechern jetzt? Meinst du diese Forschungsobjekte oder was? Ja, die nerven mich mega auf der Treppe, weil du bist gerade Sag ich irgendwie so ja. halbwegs mit allem beschäftigt. Ein bisschen wie, Wie du wenn packst zwei Ludwig Leute aus? sich. Mein Ludwig lädt. Ach so. Also nicht das Grüne. Das Noob Blade meinst du? Ja, genau. Noob und stolz drauf. Ich habe auf So. Bullshit keine Lust. Zwei Viecher, dann kommt mal raus. Obwohl ich halt schon belastet bin, weil ich mache mit Tonitrost einfach zwei Schläge sind die tot. Und mit Ludwig brauche ich ein bisschen mehr. Oh, wieso ist der nächste gar nicht? Das ist die Leiche von dem. Doch schon der Blutgegner ist wieder gespawnt. Ich bin im Hausbalkon, verkacke hoffentlich den Sprung diesmal nicht. Komm, hau doch ab. Oh Gott, ey. Frisst eine 800 irgendwas Schaden. Ich schau mal, ob links noch irgendwas ist. Ja, ein Loot-Gegner ist So. da. Mach das jetzt halt. Ich muss es jetzt anscheinend so lang machen, bis die zwei fertig sind. Ich weiß ja nicht mal, ob ich überhaupt richtig laufe, so. Ja, ich nehme Muss jetzt nach ganz Tonitrost. oben. Nach ganz oben. Okay, ich glaube, ja, ich Auf hab's den geschafft. Dachboden quasi. Also Da musst du offen. einen Hebel, musst einen Hebel Ah, drehen, und da ist dann. Oh Gott. musst einen Hebel drehen, das Kopfnuss bekommen. Treppenhaus Ich zu will drehen. den Treppen hoch, also da, wo diese Treppe dann auch zu Ende ist. Also muss ich versuchen, die Treppe. Es gibt Unterschiede. Du kommst von einer, wenn du irgendwo in ein Ding jetzt reingehst, in einen Raum reingehst, Komme ich irgendwo auf der anderen Seite ja wieder kommst du mit raus? einer Leiter hoch. Leiter hoch, Ja, okay. was Mr. Plattes Waffenleiter? sagt, das ist halt Bist du auf. so ein Überbleibsel aus Dark Souls 2 mit diesem blöden Heilkraut-Zeug. Finde ich auch Heilkrautzeug? nicht gut. Ja, dass du halt hier Fiolen farmen musst. Musst du in Dark Souls Also. 2 auch deine scheiß Heilkräuter farmen. Das war doch Demon's Souls. Demon's Souls meine ich, okay. Jedenfalls ja. War nervig. In einem Raum ist noch eine Leiter Deswegen kam nach ich aber halt am unten. Anfang mega langsam voran, weil ich halt immer wieder, wenn ich keine Fuel hatte, zu den beiden Riesen ganz immer erst gegangen bin. Anstatt mal lieber Blutechos zu farmen und welche zu kaufen. Dass es deutlich Jetzt. schneller gehen würde. Wieso? Bin ich behindert? Wow, ich bin.
Oh, warte, hier ist die Treppe wieder zu Ende, nicht, dass ich da wieder runterspringe. Ich bin so behindert, ich bin nochmal hier hochgegangen. Warum bin ich nochmal zur Truhe gegangen? Autopilot, oh. Okay, nicht da, wo die Treppe zu Ende ist. Das ist schlecht. Wo komme ich denn lang? Wo muss ich hin? Okay, aber da ist eine offene Tür, wo ich noch nicht durchgegangen bin. Du kommst, bin, da als wenn du im Erdgeschoss bist, wo du hochkommst mit dem Aufzug, gehst du da die Treppe hoch und dann spaltet sich der Weg zu der linken und der rechten Treppe. Gehst du die rechte Treppe hoch, dann bist du bei dieser Ebene. Gehst du nach links, kommen da so zwei dieser Kopftypen. Kannst du da drin dem Gebäude eine Leiter hochklettern und bist auf der nächsten Ebene und kannst dann da im Treppenhaus noch weiter nach oben gelangen. Okay. Was reicht jetzt mal? Ich muss gleich nochmal irgendwie diktieren, wenn ich wirklich auch auf der richtigen Ebene bin. Ich hoffe, das reicht erstmal. Okay, also da wo mit der falschen Treppe, das ist schlecht, nehme ich an. Ja. Dark Souls 2 war es der Flur mit dem, ja, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Dark Souls 2 war was? Der was so maximal Leben. Lifestyle halt, ja. Wie auch immer man das nennen möchte, so. Wie auch immer die auf die geniale Idee kamen. Okay, Stocktyp. Guter Mensch. Treppe runter. Eine Treppe rauf. Gottes Willen. So. Muss ich da droppen oder so? Nee, du musst nichts zu droppen eigentlich. Geil, Pizza am Ofen. Poggers. So. So, hier geht's auf jetzt hoch. Auf geht's, Chris! Wie Sigi jetzt sagen würde, wenn er hier wäre. Ach, Chris. Sig. Aber Sigi ist nicht hier. Komm darüber hinweg, Christian. Okay. Hier ist irgendwie Zeug. Warum war es kein Eingeweide angriff, Mann? Ich weiß nicht, ich frag die Eingeweide, warum sie nicht reingingen. Konnte der Angriff nicht reingehen. Ich will nicht im Treppenhaus stehen bleiben. Pizza mit Ananas, hoffentlich. Oh no, not like this again. Nicht wie diese. Mach nicht diese, Bruder. Wie hat der Schuss getroffen? Ich wollte ihn noch nicht schlagen. Wieso war es wieder kein eingeweihter Angriff? Mama! So. Okay, ich stehe jetzt wieder vor den komischen Krüppeln da und bin bereit, zu bekämpfen. Ich bin nicht mehr weit. Ich kann... So. Okay, ich bin jetzt schon wieder kein eingeweihter... Junge! So, du bist schon tot. Okay, da haben die Typen... Nein! Ah, na, guter Charakter, Ikre. Okay, jetzt bin ich wieder ganz unten. Also, hast du das Ding runtergelassen? Was für ein Ding runtergelassen? Auf dem Dachboden, den Schalter aktiviert? Nee, ich war noch nicht auf dem Dachboden. Ich bin gerade etwas... Ich finde den Weg gerade rein gar nicht. Nee. Das könnte ein Problem werden, weil ich habe auch lange gebraucht dafür. Also ich bin direkt jetzt schon da. Ich weiß, wusste noch nicht, war wieder weg. Ich okay, bleib ich jetzt laufen. In diesen ersten Raum hier rein, wo ich mega etwa, auf die Fresse bekommen hab. Etwa weiß. Nein, das ist der falsche Raum. Hier müsste dann der Hebel sein. Okay, komme ich irgendwie auf die andere Seite? Oh, da ist der Hebel, ich sehe es. Mann, das ist zum Glück nicht nervig und anstrengend oder so. Da drüben ist auch noch ein Item, was ich noch gar nicht habe. Oh, Junge, hab ich mich... Au, mein Ohr. Nicht runterfallen! Ach ja. Junge, ist aber der Rabe auf mich drauf gefallen. Und die ist jetzt raus, runtergefallen. Treppenhaus drehen. Junge, habe ich mich erschrocken. Ja genau, jetzt geht das Treppenhaus nach oben. Jetzt ziehen die mich wieder auf links, die Sch... Genau, so. Ich habe so die Tendenz, da wo viele Gegner, ist basically gut. Weil ich habe auch jetzt alle anderen Wege so gefühlt abgeklappert. Fangt wieder runter zu fallen. Hast du schon alle Souls-Teile gespielt? Ja. Alle gespielt. Ich werde hier kontaktieren machen, damit ich quasi Kontakt mit euch aufnehmen kann. So Leute, jetzt werde ich mich ein bisschen zurücklehnen. Aber jetzt kann ich basically nichts mehr machen, außer warten. Ich kann jetzt schon zu den Dingen gehen, wir müssen dann nur... Moment, wieso ist meine Glocke da auf X gerade? Oh, du musst ganz genau vor der Tür stehen, aber darfst auch nicht zu nah an der Tür dran stehen, damit das funktioniert. Okay, Mann. So, hier ist noch eine Truhe, oder war auch ein Blutedelstein drin? So, jetzt. Ne, ja, genau, ein Blutedelstein.
Wupp, da ist gerade ein Gegner. Dankenderweise mal eine Blattweil oder so von denen. Eine. Aha! What the fuck? Hier irgendwie. Ach, jetzt kann man doch gegen den Jäger kämpfen auf den Treppen, ne? Theoretisch. Die habe ich komplett ignoriert. Ja, ich werde die Zeit mal nutzen, einfach die Spenden jetzt schon vorzulesen, wenn ich gerade eh nichts machen kann. Waren, glaube ich, zwei. Drei. Und zwar wieder Bomben. Ganz viele Bomben von Mr. Rico. Junge, ich hasse diese Köpfe. Hab ich kurz mit eurem scheiß Headbutt. Danke dafür. Mr. King Creepy mit der 1-Euro-Spende. Ich habe eine Doppelidentität zu Ikek. Oh shit. Vielen Dank für die Spende. Und Mr. Partis mit der 100-Tacken-Spende vorhin. Hallo Sui, vielen Dank für so viele Jahre gute Unterhaltung. In all den Jahren habe ich mir deine Videos immer gratis gegönnt, aber nun im ist Schluss. Viel Spaß mit der Spende. Möge es auch viele Jahre erhalten bleiben. Vielen Dank, Mr. Partis, für deinen großzügigen Anteil nochmals an dieser Stelle. Jetzt ist Schluss. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, mein Bester. Ja, denn da bitte. Jetzt warst du sogar noch da, siehst du? Einfach eskaliert. Und am Ende bringt dieser Raum mir gar nichts. Genau, in der Reihenfolge hat es auch gemacht. Er hat so 2 und danach direkt neben Demon Souls. Ist ja gar nichts. Doch, hier ist eine Leiter nach oben. Ha, 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 ha. Ganz oben die Leiter hoffentlich. Ich weiß es nicht, die geht auf jeden Fall recht weit. Die geht sehr ich weit. Ich gehe zur Lampe, ich glaube mittlerweile müsste Simon da sein. Wer ist denn da jetzt eigentlich Simon? Bist du dann jetzt quasi Stocktyp. Auf dem... Hallo Stocktyp! Ich kann jetzt direkt zu den... Du kannst mich mal... Living Failures, ja. Stocktyp. Okay, Tür. Welcher Souls hat dir am besten gefallen? Dark Souls 3. Ich mag Dark Souls 3 und Bloodborne eigentlich recht gleich gern. Gift. Kann der jetzt einfach durch. Könnt mich alle mal. Ja, gönn dir, Redhead. Okay, hier gibt's kein Geländer mehr, das finde ich schlecht. Hallo Gatling Opa. Dark Souls 3 hat noch halt ein paar bessere Mechaniken, weil es halt ein bisschen neuer ist. Man kann halt sprinten, während man den Gegner anvisiert hat. Man kann beim Sprinten rollen und nicht jumpen. Ja, das ist das Beste, doch, meiner Meinung nach. Okay, zweite Leiter nach oben. Bei Dark Souls 2 auch schon in jede Richtung rollen beim Ausweichen? Oder in Dark Souls 1 war es ja nur so, du konntest ja noch links, rechts oder nach vorne hinten rollen beim anvisierten Gegner. Das weiß ich gar nicht. In einem Dachgewölbe mit Ratten, das sieht super cancer aus. Du musst einfach am besten so schnell es geht in die Mitte. Zu diesem runden, eckigen, also eckigen Ding da, den Schalter aktivieren, dann hast du es quasi. Zu dem eckigen Ding da, okay. In der Mitte einfach, genau. Guck mal, dass ich nicht von meiner eigenen Dummheit... Und pass auf, guck nach oben, da sind Krähen, die springen dich und schmeißen dich komplett runter. Oh, ich seh's, hallo, 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 hallo. Ich hab mich gerade heftig erschrocken, als einer auf mich draufgefallen ist. Oh, Gottes Willen. Executioner's Bluff, let's go. Forschungshalle. Bam, tschüss. Fast. Bam. Wo sind überall Krähen? Was hast du interpretiert? Wahrscheinlich überall viel zu viele. Jetzt kommen die Ratten da rein. Ich seh mich gleich einfach wegen meiner meine Welt. Ich komme gleich, Bruder. Nice. Unterfallen. Da ist doch bestimmt auch noch irgendwo eine Krähe. Ich kann ja schon mal in meine... Da ist Simon. Ja. Hallo Simon. Ach, da ist mit einer Plattform, okay. Ich bin jetzt einfach drauf. Deine Stimme kommt mir so bekannt vor. Operate Device. Okay, ich habe das Device operated. Hallöchen, danke für ein halbes Jahr Treue. Oh, vielen Dank. Okay. Tschüss, eventuelle Items, die ich jetzt nicht mitnehme. War schön mit euch. Genau, und jetzt musst du basically nur dahin, wo der... Also quasi, wenn du jetzt am schnellsten zum Boss willst, ich kann dir den Weg von unten aus beschreiben. Oh, okay. Das heißt, entweder du portest dich einfach zurück. Ach so, jetzt hat sich irgendwie was geändert und... Ich find's irgendwie lustig, dass... Okay, genau, und von da kann ich dir den Boss, ich kann dir den Weg zum Boss da easy beschreiben. Ich find's lustig, dass Simon mir sagt, dass ich Maria töte. Da ist noch eine Tür. Wollt ihr lieber Dark Souls 4 oder Bloodborne 2? Allgemeine Frage. Ich glaub lieber Bloodborne 2. Bloodborne 2, weil es da nur einen Teil gibt. Bringt mir dieses Sackding was? Aber wahrscheinlich wird's keinen zweiten Teil geben. Echt nicht? Ich meine, der Entwickler... Oh, oh. Der Hauptproducer. Oh. Ich bin so ein Fan von Sequels. Brain Fluid. Dark Souls 2 und 3 kam wahrscheinlich dann nur, um dann, als Dark Souls 2 vom anderen Team kam, noch die Reihe abzubrechen. Abzubrechen, ey. Vollenden, meinte ich. Das klang, ey. Abort Mission, Leute, Abort Mission. Dark Souls 2 wurde released. Schnell, haut den dritten Teil raus. Schnell.
Okay, ich kann das Ding einmal schlagen, davon stirbt's nicht und dann kriege ich Hirnflüssigkeit. Ja. Okay. Dark Souls 3 hat ein schönes Level-Design, hat ein schönes Kampfsystem, hat schöne Boss. Okay. Rundum eigentlich ganz gut spielen. Dann fasse ich mir mal kurz an den Kopf. Scheiß auf die Echos, sind eh nur 10.000. Erstmal kurz noch einmal Quicksilver Bullets verknallt. Hallo. So. Möchtest du dir an den Kopf fassen? Ja. Möchtest du dir an den Kopf fassen? Dann fass mir da die Füße. Oh, ich habe die Glocke gar nicht aktiviert. Ich bin bei dir, mein Freund. Es wird aber ein neues PS4 Exclusive von FromSoft geben, meine Güte. From FromSoft. Das stimmt. Haben die echt gesagt, PS4 Exclusive? Also, ich meine. Dann Ich meine, dieses Shadow Die Twice ist einfach generell von FromSoft, nicht unbedingt. Oder haben das einfach so gesagt? Hey, ich hab auch Schlüssel gefunden. Ah, das sieht generell aus wie dieser Mechanismus, der sich irgendwie gezirbelt hat. Was ich halt geil finde. Also, soll ich dir den Weg erklären, Rübe? Ja, bitte. Okay, wenn du von der Lampe unten kommst, der Lampe Forschungshalle, gehst du sofort nach rechts durch so eine kleine Tür, da ist auch so eine Trulle an so einen Stuhl gefesselt, und fährst dann den Fahrstuhl hoch. Okay. Und sobald du an dem Fahrstuhl hochgefahren bist, gehst du links raus. Links? Und da müsste dann direkt der Typ mit dem Stock, da müsstest du direkt hinter dem Typ mit dem Stock rauskommen. Dann gehst du einfach rechts an dem vorbei. Genau. Die Treppe hoch, hältst dich weiter rechts und stehst dann vor so einer riesig fetten Stahltür und das ist der Boss. Dann musst du halt jetzt gucken, wo du die Glocke läutest, weil du kannst die Glocke nicht auf der Treppe läuten und auch nicht direkt vor der Tür. Du musst so einen Meter von der Tür wegstehen irgendwie. Zwischen Treppe und Tür. Das ist da die Treppe, wo ich vorhin runtergefallen bin. Ah, da ist die fette Stahltür. Das ist jetzt, okay, alles klar. Ja, das liegt daran, weil... Verstanden. Brady, das liegt daran, weil ich diese Sidequest von Walter beendet habe und da habe ich diesen Stock bekommen, den groß, und das Spiel macht es automatisch, wenn man einer Partie beitritt. Da macht der Charakter in der Welt, wo du hingekommen bist, automatisch diese Animation mit dem Stock. Hieß es nicht letztens, dass bald die PS5 kommt? Also es wurde gesagt, dass die vielleicht vorgestellt werden soll. Also es gibt Gerüchte. Ich fände es fast noch ein bisschen früh für die PS5. Ich würde sagen, sie kommt nicht vor 2020. Also Konsolen haben immer so einen Zyklus, da habe ich mit Sigi neulich gesprochen, der PlayStation-Zyklus ist eigentlich noch nicht, der läuft erst nächstes Jahr quasi ab, in Anführungsstrichen. Deswegen werde ich es auch, ich würde es auch zu früh finden, aber vielleicht wird sie ja gezeigt schon oder so, keine Ahnung. Warte mal, PS1 kam 99? Oder 98? Weiß ich nicht. Dann kam die PlayStation 2 in 2001, das war, PlayStation 1 und 2 hatte gar nicht so viel Zeitabstand. Es gibt Gerüche, riecht ihr das? Hier ist die Tür ja schon auf. Spoiler! Ja. Okay, Leute, let's go! Die lebendigen Misserfolge, bitte. Wir sollen jetzt aufteilen oder alle auf denselben gehen? Einfach auf denselben, damit der direkt down geht. Oh, wow, der Schaden! Das habe ich eben auch schon abbekommen. Der leckt gerade rum. Der ist gerade nicht bei mir rumgelegt. Ich konnte ihn nicht. Ja, same. Oh, die machen bestimmt Arcane Damage. Die legen halt heftig rum. Ich kann einfach kaum was machen gerade. Ich kann nichts machen! Baby Rage! Man kann die recht easy parryen, die Gegner übrigens, irgendwie, aber... Lol. Wieso? Wieso immer? Wieso? Oh... Mann. Gibt's doch nicht. Ich mach das nicht mal mit Absicht. Hiruso, 5 Monate Treue, dankeschön! Mann. Den Angriff sieht zum ersten Mal. Den Arkanangriff da? Ja, diesen komischen... Ah! Ich wurde gewonnen-hitted! Holy shit! Was? Ich dachte eigentlich, dass die Pisse einfach werden, weil der super free ist, der Boss. Die lenken bei mir rum, Mann. Ich kann nicht richtig genau angreifen und ausweichen. Dann ziehen super. Jetzt muss ich die dreifach verstärkt machen. Yay! Die lenken halt einfach heftig rum. Das ist mega merkwürdig. Aber ich erwarte, dass ich gewonnen. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich gewonnen werde. So schwer sind die gar nicht. Sag ja, die sind eigentlich super free. Das ist ein mega free. Nur ist das Lag halt mega ekelhaft, wenn es mehrere Gegner sind und das Lag. Aber da haben wir wieder das perfekte Beispiel. Bosse, die free sind zu dritt. Wollen wir die nochmal neu machen? Also ich allein noch mal nicht. Allein. Ich muss mir auf jeden Fall mal blutig ausbauen. Blutig auskaufen, genau. Nee. Offensichtlich 50 Euro für 20. So. Ich
rein vor Hunting. Beware of King of the Cosmos, therefore. Das heilige Mondlichtschwert mit 56.000 Blutechos verkaufen, Mann. Das ist das Schwert, was man bekommt, wenn man Ludwigs Kopf tötet. Hm. Ich will ihn parryen, aber sie greifen einfach nie an. Wenn man Ludwigs Kopf tötet? Der liegt da ja rum im Bossraum. Der Kopf. Wenn du ihn tötest, dann bekommst du das Schwert. Ich werde voll zerstört von denen. Ich gehe jetzt tatsächlich sogar raus hier. Kann da einfach rausgehen? Ja. Also ja, den Kopf anfassen oder wie? Lass mal den allein machen. Der ist eh nicht so cool, der Boss. Ja. Ich finde den sogar alleine, wenn die nicht rumlegen, ist es besser. Ja. Soll ich die Tür jetzt einfach aufmachen? Ja, geh mal durch. Box Voice, 22 Jahre Treue, dankeschön. Ich level mal kurz noch. Ich glaube, Geschick. Maria wird ganz lustig dann. Ich glaube, Maria könnte ganz einfach sein, glaub, wenn wir zu mehrere sind. Denke ich mal. Ja, da kann er nix. Mhm. Einfach abgehauen. Und Maria finde ich jetzt auch alleine nicht unbedingt schwer. Nee, wenn man gut parryen kann, dann ist es nicht so schwer. Aber Maria ist sau cool. Ja, Mann. Ich freue mich drauf. Ich auch. Ihr Kampfstil ist mega geil. Wir kämpfen gleich gegen das Cosplay-Alter-Ego von Talion. Beziehungsweise Talion ist das Cosplay-Alter-Ego von ihr so. Großer Call Beyond. Ich bin die wahre Maria und ich werde. Sie ist die Imposterin und hat die Menschen hier versklavt und so ein Shit. Und macht Versuche mit denen und ich rette jetzt die Menschen hier. Der Märtyrer. Ich glaube, man muss sich so ein bisschen beeilen, weil hier ein bisschen viele kommen. Die Märtyrer haben wir schon getötet. Stimmt. So, gut. Natürlich kann es mehrere geben, aber. So. Woran bin ich jetzt gestorben? Gut. Macht irgendwas von denen Damage over time? Ach, ich hab doch keine Ahnung. Kinder. Maria ohne Parries. Habe ich damals gemacht, weil ich nichts geparried habe. In meinem ersten Mario zu parryen ist jetzt nicht das Einfachste. Also, es ist halt schon einfach, weil die Jäger nicht so schwer parryen, aber man muss halt richtig gut timen können, weil manche ihrer Angriffe sind schon echt abartig. So. Und sie macht halt immens viel Schaden. Und hat in ihrer zweiten sehr viel Range. Ja, die Aileen ganz am Anfang des Spiels war ja auch ein Imposter. Richtig. Na, stirbst du mal? Ich würde sagen. Der stirbt bei mir auch nicht gerade. Verreck doch! Genau so. Ja. Der lebt doch noch. Oder hinten zaubert er schon. Wow, das Ding fliegt zurück, oder war das ein anderer? Oh, wow, was ist das für ein Move? Was? Wow, noch nie gesehen, die Attacke. Was denn? Der haut in den Boden und reißt irgendwie so eine Arkanwurzel aus der Erde oder sowas. Hab ich auch noch nie gesehen. Ich mach irgendwas. Alles klar, Mann. Noch nie gesehen. Weapon at risk, toll, während dem Bossfight. Super. Oh, jetzt hab ich den Angriff auch gesehen. Jetzt hab ich den auch gesehen. Lol. Hat sich auch noch gar nicht. Ah, heute lernen wir, Leute. Heute lernen wir alle. Nein. Will ich sterben? Ich will nicht bei dir. Muss sterben, Mann. Bin ich schon. Also eben. Das ist schon gerade ein bisschen beschränkt, so. Nein, Junge. Ich komm gerade nicht. Was sind viel zu viele? Ich sterbe einfach gerade nicht, das Ding. Smart und nicht was noch. Down. Das ist irgendwie so ein persönlicher Nemesis von mir. Wenn du in jeder Umfrage einfachster Boss und so weiter und ich habe immer Probleme bei dem. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, ich bei Mikolosch, Mann. Gottes Willen. Die machen mir so viel Schaden, Mann. Ich komme überhaupt nicht dazu anzugreifen. Nein, fahr ich aus! Wow! Fuck, der andere hat mich aber getroffen. Wie soll ich denn an die rankommen jetzt, wenn die alle zu getummelt stehen die ganze Zeit? Oh Gott. Echt, Alter, lass mich doch... Es sind so viele gerade. Same. Oh Gott. Kommt man ja gar nicht mehr zurecht hier. So. Aber gut parryen können, oder? Aber so lange. Ja, die kann man eigentlich einfach parryen, ja. Wow! Bin ausgewichen. Ich bin tot. What? Ich auch.
Ich versteh's nicht, ich versteh's nicht. Die sind so billig, die Gegner eigentlich, aber ich fand kack immer. Ich versteh's einfach nicht. Das ärgert mich richtig. Macht mich richtig upset innerlich. Der erste Boss ist dein Nemesis. Ja gut, auf dem engen Raum kann ich das schon, denke ich, nachvollziehen.